Wenn man jetzt am Spätnachmittag unterwegs ist, dann kann man oft so einen Blick in die erleuchteten Fenster der Häuser werfen. Man sieht dahinter Menschen, die in irgendeiner Tätigkeit sind. Manche stehen am Herd, manchmal sitzen die Leute schon am Tisch. Man sieht Kinder, die vielleicht noch spielen. Man sieht manchmal einen Fernseher, der da einem entgegenblinkt. Und alle diese Menschen sind in bestimmten Umständen, in bestimmten Lebensabschnitten, in bestimmten Schwierigkeiten oder auch in einem ganz normalen Alltag. Da sind Eltern, die sich Sorgen machen um ihr krankes Kind oder um ihre Kinder, die irgendwo auf unguten Wegen unterwegs sind. Das sind Ehepaare, die sich so dringend ein Kind wünschen. Menschen, die ganz dringend sich danach sehnen, einen Lebenspartner zu bekommen. Dort sind Menschen in Süchten gefangen, die diese inneren Stimmen nicht ignorieren können und diese inneren Stimmen sie immer wieder zwingen wollen zu dem, wo sie wissen, es ist nicht gut. Das sind Menschen in tiefer Trauer, die nicht wissen, wie sich ihre Zukunft gestalten wird. Ganz viele Lebenssituationen, in denen Menschen stecken. Wir alle brauchen eine Begegnung mit Jesus. In der Bibel finden wir immer wieder Situationen, in denen Menschen Jesus begegnet sind. Zu Weihnachten in Bethlehem. Jesus begegnet uns als Retter, als Heiland. Im Garten Gethsemane entscheidet er sich für uns. Am Kreuz ist der Ort der Vergebung für unsere Sünde. Das leere Grab zeigt uns, dass Auferstehungsglaube da ist. Auferstehungsglaube, der in unsere Herzen fallen soll. Jesus begegnet uns. Er will uns begegnen. Immer wieder. Wir können das in der Schrift nachlesen. Jesus kommt, weil er Wohlgefallen hat an uns. Weil er uns retten möchte. Das ist sein Wunsch. Das ist sein Auftrag von Gott, dem Vater, gewesen. Jesus kam, damit er sucht und rettet, was verloren ist. Das ist das Zeugnis der Schrift. Du kannst es nachlesen im Neuen Testament. Jesus kam zu suchen, zu retten, was verloren ist. Ich wünsche dir, dass du auf diese Begegnung ganz neu eingehen kannst, in deinem Herzen, mit deinem ganzen Leben, mit der Situation, in der du gerade bist. Jesus kam, du hast die Chance der Begegnung mit ihm. Ich wünsche dir, dass du erlebst, Gott hat in der Situation, in der du bist, mehr für dich.